ein sehr herzliches Willkommen, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie die Einladung zum Pressegespräch angenommen haben. Wie Sie sehen, möchten wir diese Pressekonferenz gern aufzeichnen. Sie selbst werden nicht im Bild zu sehen sein und Ihre Fragen werden auch nicht aufgenommen. Ich hoffe, das ist für Sie so in Ordnung. Mein Name ist Angelika Link. Ich bin von Beruf Ärztin und seit 2009 aktiv auf den Straßen unterwegs gegen Stuttgart 21 und für einen gesunden Planeten. Ich freue mich, Ihnen heute hier diese wirklich sehr interessanten, tollen Menschen vorstellen zu können, Ihre Informationen und den wirklich sehr berichtenswerten Anlass für die Einladung präsentieren zu dürfen. Anlass für diesen Termin ist heute Vormittag, ist erstens die Premiere des neuen Films »Das trojanische Pferd« von Regisseur Klaus Gietinger heute Abend um 19 Uhr im Kino Delphi. Uns Älteren ist Klaus Gietinger vor allem mit seinem Kultfilm »Daheim sterben die Leute« bekannt, den Jüngeren vielleicht eher aus der Sendung »Löwenzahn«, die er wesentlich geprägt hatte. Zweiter Anlass, aber nicht zu verstehen als zweitwichtigster, ist, dass Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, seine Teilnahme zugesagt hat. Die DUH hat vergangene Woche öffentlich gemacht, dass die Dieselabgasbetrugssoftware keineswegs eine isolierte Tat übermotivierter einzelner Ingenieure war, sondern dass sie zwischen Bosch und den Autokonzernen abgestimmt und geplant war. Wir sind gespannt. Auch sind heute hier zum Gespräch mit Ihnen zwei junge Klimaaktivisten, die seit Jahren leidenschaftlich engagiert sind und den Regierenden vormachen, was es heißen muss, den Worten auch klimaschützende politische Taten folgen zu lassen. Und last but not least, Dr. Winfried Wolf, für Ihre Fragen. Der Verkehrsexperte ist Autor des Standardwerks Eisenbahn und Autobahn und hatte bereits 1996 mit Tiefbahnhof im Untergrund die allererste kritische Analyse zu Stuttgart 21 vorgelegt. Der Kinostart heute ist natürlich nicht zufällig in Stuttgart, sondern naheliegend. Stuttgart ist der Ort des Geschehens. Konkret, Klaus Gietinger hat mit dem Trojanischen Pferd einen hochaktuellen Dokumentarfilm mit humorvollen Spielszenen über Stuttgart 21 gemacht. Er setzt Hintergründe, Konfliktgeschichte, Widersprüche und Zukunft des Tunnelbahnhofprojekts Stuttgart 21 mit seinem 90-Minuten-Film in ein spannendes Gesamtbild. Bitte schön, Klaus. Ja, guten Morgen. Ich sage nur ein bisschen was zu dem Film. Ich hoffe, dass Sie vielleicht auch kommen heute Abend. Ansonsten kann ich Ihnen auch mal einen Link zur Verfügung stellen, wo Sie den Film angucken können. Ja, das Trojanische Pferd. Der Film ist meines Wissens die erste abendfüllende Chronik eines Politversagens. Doch was ist jetzt neu? Es gibt ja immer Leute, die sagen, es gibt doch nichts Neues zu Stuttgart 21. Es gibt sehr wohl drei zentrale Punkte, die sehr neu sind. Zum Beispiel die ehrliche Aussage eines Hauptverantwortlichen, den ich vor einem halben Jahr interviewt habe, Heinz Dürr. Dann die ungeheure CO2-Belastung durch Stuttgart 21.1 und Stuttgart 21.2. Das weiß kaum jemand, dass es einen Stuttgart 21.2 gibt. Und drittens der völlig inakzeptable Brandschutz in den Tunneln, die ja jetzt noch verlängert werden sollten, oder es sollen noch zusätzliche Tunnel gebaut werden. Ja, dann hier kurz die Aussage von Herrn Dürr zu dem Projekt. Das ist eine Aussage aus diesem Jahr. Ja, das Problem war, dass das plötzlich ein Bahnhof geworden ist. Mir ging es aber nur darum, wenn der Sackbahnhof wegkommt, dass dann Stuttgart Zentrum 125 Hektar Land kriegt. Im Zentrum. Ja. Und das haben die nicht verstanden, da ging es nur noch um den Bahnhof. Super. Ja, dann haben wir die ungeheure CO2-Belastung durch dieses Stuttgart 21.1 und 2. Also im Endeffekt würden da über 100 Kilometer Bahntunnel unter Stuttgart rauskommen. Die Gäubahn wäre praktisch gekappt und das gibt es wahrscheinlich auf der ganzen Welt nicht, 100 Kilometer Bahntunnel unter einer Großstadt.
Und die CO2-Belastung beträgt von beiden Projekten etwa 7 Millionen Tonnen CO2. Da ist auch eingerechnet von Viereck und Rössler, dass dieser neue Tiefbahnhof viel zu eng ist und dadurch wird es wieder mehr Autoverkehr geben und nicht weniger, wie immer prognostiziert wurde. Ja, und dann drittens, was auch ganz wichtig ist, ist der inakzeptable Brandschutz. Die Tunnel sind viel enger als normale Tunnel. Sie haben Steigungen von bis zu 25 Promille, was also auch sehr gefährlich ist. Sie wissen ja, der Rauch zieht dann nach oben. In die Richtung kann man dann nicht fliehen. Und es sollen, weil dieser Bahnhof viel zu eng ist, Doppelstockzüge gefahren werden, die also 1700 Menschen beherbergen können, ja, fahren können. Und die, da gibt es nun wirklich Berechnungen, würden bei einem Brandfall nie rauskommen aus diesem Zug. Also da gäbe es sehr, sehr viele Tote. Denn die Stuttgarter Tunnel, das sind die gefährlichsten Doppelröhrentunnel weltweit durch diese Enge, durch diese Steigungen und durch die Doppelstockzüge, die da durchfahren sollen. Dann gibt es eine Aussage von Klaus-Jürgen Bieger von der Deutschen Bahn, das ist der Brandschutzexperte in der Schlichtung gewesen. Das ist eine Aussage aus der Schlichtung. Vor allen Dingen auch heute sind die Anlagen in den Fahrzeugen gekapselt, sodass es nicht zu einem Brand kommen kann. Am 12. Oktober 2018 brannte ein solch gekapselter ICE-3 bei Montabaur in wenigen Minuten komplett durch. Ja, und Sie haben ja kürzlich wieder Brandunfälle gehabt, einen sogar im Tunnel Bonn, im Flughafen Bonn-Köln. Das ist noch glimpflich ausgegangen. Das hat auch damit zu tun, dass eben 300 gefahren wird und die Trafos werden da sozusagen an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Das heißt also, gerade diese Steilstrecken, die jetzt auch nach Ulm, das ist ja auch eine gigantische Steilstrecke, neigen dann dazu, dass die Züge in Brand geraten. Ja, und dann noch kurz, warum das trojanische Pferd? Es geht eigentlich um Immobilienspekulationen statt um entwicklungsfähige Bahnanlagen. Das hat ja Herr Dürr ganz klar gesagt. Dann haben wir die CO2-fressenden, brandgefährlichen Tunnel statt sorgsam trassierter oberirdischer Strecken. Und das ist jetzt das Vorbild für zahlreiche überteuerte Großprojekte. Beispiel Altona ist ein Kopfbahnhof, der soll kaputt gemacht werden durch einen kleineren Bahnhof, ganz ähnlich wie hier, ersetzt werden. In Frankfurt soll es einen Fernbahntunnel geben. Die Strecke Frankfurt-Fulda, da werden zwei Drittel Tunnel sein, also auch über die Kultur des Reisens wird überhaupt nicht mehr gesprochen. Dann soll ein Tunnel gebaut werden in Rosenheim und dann gibt es den Münchner S-Bahn-Tunnel 2.0, der ja auch ganz große Probleme macht und eigentlich völlig sinnlos ist, weil es Alternativstrecken gäbe. Also Stuttgart 21 ist ein Vorbild und deswegen auch ein trojanisches Pferd für andere Projekte. Ja, hier haben Sie das Filmplakat und Quintessenz: Zerstörung von Bahninfrastruktur, klimaschädlicher Bahnverkehr, Brandkatastrophen, Milliardengräber und Steuerverschwendung. Herzlichen Dank, Lars Gittinger. Gerne. Jürgen Resch und die Deutsche Umwelthilfe haben in der vergangenen Woche entscheidende Erfolge für den Klimaschutz vor dem EuGH gehabt und dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erstritten. Der EuGH bestätigte das Recht der DUH, schmutzige Dieselautos von der Straße zu klagen. Mit diesem Urteil hat der EuGH den Plan der Regierung durchkreuzt, Rechtsstaatlichkeit im Umweltrecht zu vereiteln. Das Juristenportal Legal Tribune Online attestierte Jürgen Resch und der DUH, dass sie damit zu Rettern der Rechtsstaatlichkeit im Umweltrecht geworden seien, während sich an der Treue zur Automobilindustrie durch den Ministerwechsel von CSU hin bis zur FDP bislang nichts geändert habe. Und die DUH hat sich nach ihrem Erfolg vor dem Verwaltungsgericht Baden-Württemberg klar positioniert mit der Forderung, dass der Stuttgarter Kopfbahnhof erhalten bleiben muss,
wenn die Klimaziele des Landes nicht aufgegeben, sondern erreicht werden sollen. Herr Resch, Sie haben das Wort. Wir haben gestern das Scheitern des Klimagipfels in Sharm el-Sheikh gesehen und spätestens jetzt müsste jedem in Deutschland klar werden, dass es so nicht weitergehen kann. Mit der Geschwindigkeit, mit dieser Ausrichtung der, sagen wir mal, Nebenbewegung, aber nicht irgendwie Senkung von Klimagas oder sonstigen Schädigungen. Wir haben in den letzten Wochen mehrere höchstgerichtliche Entscheidungen oder obergerichtliche Entscheidungen im Klimaschutz, in der sauberen Luft und in Klagerechten der Zivilgesellschaft erstreiten können, die eigentlich auch aufgezeigt haben, dass die Gerichte auch sagen, so geht es nicht weiter. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, ich kann jedem nur empfehlen, den Urteilstext auch zu lesen. Ich habe es mal so umschrieben, da ist ein Verbrecher, in dem Fall die Bundesrepublik Deutschland, der wird mit dem Urteil nicht nur gefesselt, sondern es wird noch jeder einzelne Finger festgemacht und das mal drei. Also man hat, nachdem mehrfach schon die Bundesregierung ganz klaren Rechtsbruch angeordnet durch die Autoindustrie ignoriert hat und versucht hat, irgendwie wegzudefinieren, sämtliche Möglichkeiten beseitigt, die Abgasbetrügereien, die unmittelbar ja mit Verkehr zu tun haben und mit der Folge, dass wir Tausende von, und zwar jährlich Tausende von unnötigen Todesopfern und 10 bis Hunderttausende von Erkrankungen haben, dass dies nicht länger hingenommen werden muss. Und ich bin stolz und mich hat es gefröstelt, dass ich in einer wohligen Weise, dass am nächsten Tag, einen Tag später, das Verwaltungsgericht Schleswig uns geschrieben hat, folgendem Inhalt. Herr Professor Klinger, also mein Anwalt, gestern hat doch der EuGH entschieden, in Sachen Dieselgate können wir am 20. Februar die vorliegenden Fälle verhandeln. 119 Fälle, das Urteil ist schon geschrieben, das ist nämlich das Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Berufung wird es nicht geben. Wir wissen vom Kraftfahrtbundesamt und von der Bundesregierung, dass sie dem 20. Februar zugestimmt haben. Jetzt versucht VW als Beigeladene das noch zu verhindern. Wir sind zuversichtlich, es bleibt am 20. Februar. Wir haben versucht, das über den politischen Weg hinzubekommen. Es gab auch eine Frage dann, einen Tag später in der Regierungspressekonferenz, was denn der Herr Wissing, was das Verkehrsministerium aus diesem Urteil macht. Und die Antwort war bemerkenswert. Uns ist die Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofs bekannt. Auch Al Capone war die Rechtsauffassung vom FBI bekannt. Dummerweise muss man sich in Deutschland aber trotzdem danach richten, selbst wenn die Automobilindustrie das der Regierung nicht erlaubt. Und ich bin total gespannt, was dann passiert, wenn am 20. Februar das Gericht so entscheidet, wie es eigentlich nur geht. So, damit springe ich aber mal über zur nächsten Entscheidung, nämlich der vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim, die wir zwei Tage später mit hatten. Und da möchte ich dann doch vielleicht mal ein paar Sätze sagen über die Verhandlung selber. Da komme ich als Umweltschützer in das höchste Gericht von Baden-Württemberg und es geht um unsere Klage, dass das Land Baden-Württemberg sich in seinem Landesklimaschutzgesetz verpflichtet hat, ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept vorzulegen mit Maßnahmen bis spätestens 2020. Ein Datum, das wir heute haben, ist unschwer abzulesen, dass das Datum verstrichen ist. Man hat da sicher auch Zeit gelassen, dieses integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept IEKK zu erarbeiten. Man hat sich wohl nicht abstimmen können. Und in der zweistündigen mündlichen Verhandlung treten drei hochbezahlte Juristen für die Landesregierung auf. Der Begriff Klimaschutz wird kein einziges Mal positiv konnotiert. Nein, es wird im Gegenteil sogar gesagt, wenn wir es gemacht hätten, hätte da nichts drin gestanden. Nein, wir hätten überhaupt nichts Konkretes gemacht, weil das hat ja irgendwas mit Regierungsberatung zu tun. Nein, das ist auch, wir haben zwar in Artikel 1 geschrieben, Umsetzung des europäischen Klimaschutzrechts, das hat was damit zu tun, aber eigentlich dann doch nicht, weil wir sind ja nicht verpflichtet, wirklich Klimaschutz zu machen. Ich habe dann einmal, obwohl es juristisch nicht notwendig war, zumindest mal einen Kommentar noch mit abgegeben und eben darauf verwiesen, dass
ich zumindest aus den politischen Gesprächen immer wieder in Baden-Württemberg hören würde, dass Klimaschutz doch wichtig wäre und man vielleicht doch konkrete Maßnahmen machen wollte. So, und jetzt nähern wir uns Stuttgart 21, denn der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat sehr klar entschieden, er hat uns nicht nur Recht gegeben, für Recht erkannt. Der Beklagte wird verurteilt, dass im § 6 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg vorgesehene integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept für das Land Baden-Württemberg zu beschließen. Der Beklagte trägt die Kosten, die Revision wird nicht zugelassen. So, klares Urteil. Die Vertreter haben dann bei uns gebettelt oder nachgefragt, das gebettelt nehme ich jetzt zurück, haben bei uns freundlich nachgefragt, ob wir ihnen denn jetzt wenigstens ausreichend Zeit geben würden. Wir haben dann gefragt, was meint ihr, was ist ausreichend Zeit? Ja, so anderthalb Jahre. Ich habe dann geantwortet, sie kriegen angemessen Zeit. Und wir haben ja nun wirklich gesehen, dass man in 5 Tagen vom Antrag eines LNG-Terminals bis zum Fehlen der ersten Teile gehen kann. Und nee, das werden auch keine vielen Monate sein. Wir wollen das ganz schnell sehen. Und wir wollen ganz konkrete Maßnahmen da drin sehen. Wir klagen drauf und ich setze auch wirklich auf die Jugend, ich setze auch nur noch auf die Zivilgesellschaft, nicht mehr Zivilgesellschaft, Medien und Gerichte. Wir haben fertig mit diesem Zuwarten auf irgendwelche Pläne und Konzepte und vage Aussagen. Wir wollen konkrete Maßnahmen drin haben. Und eine ganz zentrale Maßnahme ist, wie wir die Verkehrswende hinkriegen. Wie wir diesen Rückstand zu allen, nahezu allen Staaten, die an Deutschland grenzen, aufholen. Ich will es mal aufzählen. Österreich, wo es in Wien einige 100.000 € Klimatickets für 29 € mehr gibt als Autos. Die Schweiz, wo wir selbst in Zürich einen Modalsplit haben von über 80% Nicht-MIV, wo ich keine Fahrpläne brauche, weil so häufig die Straßenbahn oder eben die Bahn oder der Bus kommt, auch dann mit einem Takt, den wir uns jetzt für in einigen Jahren wünschen. Frankreich, wo wir eben die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit nochmal erlebt haben, außerorts wie in den Straßen. Luxemburg, kostenloser öffentlicher Verkehr. Niederlande und Dänemark, wo wir eben erleben, wie eben eine Priorisierung von Fahrradverkehren, von öffentlichen Verkehren, Absenkung der Geschwindigkeit in der Stadt und so weiter mit stattfindet. Dieses muss jetzt als wirklich allererste Maßnahme kommen. Und jetzt komme ich zu Stuttgart 21 in diesem Zusammenhang. Das, was hier vorgesehen ist, einen funktionierenden Kopfbahnhof, den man natürlich ein bisschen auch verlottern lässt im Moment, irgendwie noch so halbfunktional lässt, so hässlich wie es irgend geht, in der auch Erschließung für die Besucher mitmacht, diesen Kopfbahnhof durch einen viel zu kleinen Tiefbahnhof zu ersetzen und jetzt noch dazu darauf zu setzen, dass man irgendwelche weiteren Tiefgleise schafft mit einem sehr ambitionierten Zeitplan, was Zeitpläne bei der Deutschen Bahn, wenn gebuddelt wird, bedeuten, wissen wir nicht nur an Stuttgart 21, sondern den aktuellen Verspätungen in München. Und es gibt einige Leute in der Bahn, die sagen, sie würden nicht darauf wetten, dass die neuen um 10 Jahre oder jetzt mittlerweile 15 Jahre nach hinten geschobenen Zeitpunkte tatsächlich eintreten werden. Das kann nicht passieren. Ich komme vom Bodensee und wir haben in den 90er Jahren den Seehaas und die Geisbockbahn, also praktisch die regionale Verstärkung von Bahnstrecken, das war damals auch neu in Deutschland, dass wir zusätzlich zur Deutschen Bahn die Gemeinden und die Landkreise animiert haben, Zusatzangebote zu machen. Beides wird angenommen. Dass jetzt kurzzeitig diskutiert wurde, dann auch noch die Geisbockbahn abzuschaffen, durch eine unfähige Ausschreibung von Winfried Herrmann, setzt ja für mich nur allem noch ein Krönchen mit auf. Ich habe aber auch schon mal Anfang der 90er Jahre, lange ist es her, vor über 30 Jahren, habe ich mal eine Bahn mir einen ganzen Tag gemietet. Ich habe einen ganzen Zug am Bodensee auf der Gürtelbahn von Radolfzell aus nach Friedrichshafen fahren lassen. Wir haben den Umweltminister Vetter mit an Bord gehabt. Wir haben an jeder Station Halt gemacht
mit dem Bürgermeister, mit Vereinen und haben dafür geworben für eine Modernisierung dieser Strecke. Für Elektrifizierung, moderne Gleisanlagen. Der Südkurier hat gerade enthüllt, dass wir 3 Schichten A2 Leute haben an 3 Orten, die im Schichtbetrieb noch praktisch über mechanische Weichen arbeiten, die sich gegenseitig anrufen, der Zug ist durchgefahren. Gucken Sie sich mal an, mit was für Technik die Straßenmeistereien ausgestattet sind, ja mittlerweile fernsteuerbare Roboter. Das wird seit 11 Jahren systematisch im süddeutschen Raum verschlechtert. Unsere Anbindung, Katastrophe, Zuverlässigkeit nicht da. Ich war vor kurzem in einem Zug drin gesessen, da hieß es dann, Zugführer bitte in Wagen 2, es brennt, bitte den Brand löschen. Ich war ja froh, dass das außerhalb von dem Tunnel stattfand. Und irgendwie fand er das dann, ging das auch, wir fuhren dann irgendwann auch weiter. Ich habe mir vorgestellt, das wäre entsprechend im Tunnel drin. Diese Pläne jetzt auch hier im Bereich Vaihingen oder einem neuen Nordbahnhof, Züge enden zu lassen und die Gäste dann in eine S-Bahn zu bitten, möglicherweise dann auch in verschiedenen S-Bahnen nacheinander und dann in Stuttgart Hauptbahnhof wieder umsteigen zu lassen im Neuen, das ist Wahnsinn. Das ist ein Land ohne Unterleib. Das ist aber auch Europa ohne Verbindung. Stuttgart, Neapel, Stuttgart, Rom, Stuttgart, Mailand, Genf, Zürich oder halt ganz profan Singen und der Bodenseeraum, kann man dann vergessen. Ja, ich kann irgendwie umsteigen. Das kann es nicht sein. Und deswegen sagen wir, das ist für uns ein absoluter Gamechanger. Spätestens jetzt muss es eine Neubewertung geben der Bahnsituation in Stuttgart. Und das heißt für mich, bis wirklich sichergestellt ist, dass man, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das überhaupt eintreten soll, aber kann ja theoretisch sein, dass dann dieser zweite Bahnhof gebaut ist und alles wunderbar funktioniert. Aber sagen wir mal, die nächsten 20 Jahre brauchen wir weiter den Kopfbahnhof. Dass der Verkehrsminister schon mal darüber nachgedacht hat, laut ein Gleis bestehen zu lassen, finde ich schon mal sehr interessant. Denn der Unterschied zwischen 0 Gleisen und ein Gleis ist riesig. Und wenn ich schon mal über ein Gleis nachdenke, dann kann ich auch über 15 Gleise nachdenken. Ich habe in einer Pressekonferenz mit Herrn Nopper, er war ein bisschen überrascht, das Thema dann aufgesprochen, wie kann man die städtebauliche Entwicklung trotzdem hinkriegen. Und ich habe ihm gesagt gehabt, nehmen Sie den Kopfbahnhof, überbauen Sie ihn. Das sehen Sie in Japan, wie das geht, das sehen Sie im Kleinen, aber auch am Fernbahnhof Flughafen Frankfurt. Und deswegen, wir müssen auf eins aufpassen, deswegen komme ich nochmal jetzt abschließend zum Klimaschutz zurück. Der Verkehrsbereich ist im Moment mit 80% des Fehlbetrages beim CO2 in der Pflicht, 20% sind die Gebäude. 271 Millionen Tonnen fehlen uns alleine bis 2030, um ein völlig unzureichendes Klimaschutzgesetz zu erfüllen. Wir haben jetzt den Erfolg hier mit dem baden-württembergischen Klimaschutzgesetz. Mir fehlt jede Fantasie, die Klage in Berlin-Brandenburg auf das Bundesklimaschutzgesetz für den Verkehrssektor verlieren zu können, weil auch der Expertenrat uns ja schon hier recht gibt. Und da spielen solche Verkehrsmaßnahmen mit eine Rolle. Wenn wir wirklich den Deutschlandtakt erreichen wollen, bis 2030 Verdopplung der Personenkilometer, und wir brauchen sehr viel mehr, wenn wir wirklich auch erreichen wollen, dass wir in die Fläche hineinkommen mit guten Angeboten, dann brauchen wir zwingend einen funktionierenden Bahnhof, der nicht bei irgendeiner Störsituation, zum Beispiel einem Fahrzeugbrand, dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Und aus diesem Grund werden wir als eine der absoluten Kernforderungen für alle Klagen rund um das baden-württembergische, aber auch das Bundesklimaschutzgesetz, die Erhaltung einer funktionierenden Knotenstelle in Stuttgart auf Platz 1 mit setzen. Ohne dem haben wir ansonsten eine Sollbruchstelle im Bahnverkehr und letztendlich auch in der Verkehrswende in Deutschland. Und dafür werden wir wirklich mit allen Instrumenten, allen Kampagnen und vor allen Dingen mit allen Klagemöglichkeiten uns einsetzen. Ganz herzlichen Dank, Jürgen Resch, für die klare Positionierung auch zum Thema Klimaschädlichkeit des Tunnelbahnhofprojektes und der Pläne, den leistungsfähigen Kopfbahnhof zu zerstören. Danke. Dr. Winfried Wolf.
ist neben seiner publizistischen Arbeit auch Produzent von Klaus Getingers Das Trojanische Pferd und mit Klaus Getinger in jahrelanger Zusammenarbeit für ein Ende des Albtraum-Auto verbunden, aktuell im Bündnis Bürgerbahn, einem Verkehrsexpertenkreis gegen die Kapitalprivatisierung der Deutschen Bahn. Mit seiner ersten Publikation zu Stuttgart 21 hat er schon 1996 der Legende der Projektbefürworter widersprochen, dass das Tunnelbahnhofsprojekt Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern werde. Eine seiner schon 1996 gestellten Fragen lautete: Wie kann die Kapazität eines Bahnhofs erschöpft sein, wenn seine Tagesleistung bei einem Drittel derjenigen von 1961 liegt? Nebenbei, seine Arbeit widerlegt auch die ständig wiederholte unredliche Behauptung, die Gegner von Stuttgart 21 seien mit ihrer Kritik einfach zu spät gekommen. Was von Anfang an entscheidend war für Stuttgart 21, hat dagegen auch, die Weisheit habe ich auch aus dem Buch von Winfried Wolf, was von Anfang an entscheidend war für Stuttgart 21, hat dagegen der CDU-Regionalrat und Wirtschaftsförderer der Stadt Stuttgart, Wolfgang Häfele, deutlich gesagt. Wer mitreden will, muss Kapital bringen. 1995. Bitte schön, Winfried Wolf. Ich bin hier als Vertreter von der Gruppe Bürgerbahn Stadt Börsenbahn, die ich umbenannt habe vor zwei Wochen in Bürgerbahn Denkfabrik für eine starke Schiene. Ich habe, wie Angelika sagte, Bücher geschrieben, Stuttgart 21, genau fünf Bücher, mir den Mund fusselig geschrieben und die Hand fusselig geschrieben mit diesen Büchern. Das letzte mit 300 Seiten, abgrundtief und bodenlos, wo ich gerade die vierte Auflage vorbereite. Und ich habe den Eindruck, dass zwar alles gesagt ist, der Käse ist nicht Gäse, sondern alles gesagt ist, geschrieben ist, argumentiert wurde, aber dass es zum Teil ja, bei Ihnen, bei den Medien, wie auch immer, das Gefühl ist, ja, man kann scheinbar gar nichts machen. Deswegen zweitens, wir glauben seit über 15 Jahren, dass man das Thema Stuttgart 21 vielleicht besser rüberbringt, wenn man es mit Kultur verbindet. Und wenn man versucht, auch die Herzen anzusprechen, die Seelen anzusprechen. Ja? Und als am Nordbahnhof oben, als der Seitenflügel noch stand, die ersten Demos gegen Stuttgart 21 mit größerem Umfang stattfanden, und mein Freund, leider verstorben, Gandolf Stocker, damals auf einer Europalette kleine Demos organisierte, war immer Kultur dabei, war immer Musik dabei. So wie bei allen 637? Ja, bitte 637. Alle 637 Demos, auf denen ich heute Abend auch sprechen werde, gegen Stuttgart 21, immer Musik dabei ist, obwohl es jede Woche 1.500 € oder was kostet. Wir machen das weiter, wir finanzieren das weiter, aus der Tasche heraus versuchen, diese kulturellen Beiträge beizubehalten, weswegen der Film eben nicht ein reiner Doku-Film ist, ja, sondern letzten Endes auch ein Spielelemente mit drin hat. Und wir haben unter anderem diese Lenkskulptur da oben, ja, vor dem Stadtpalais heißt es, oder? Ja. Stadtpalais finanziert mit 176.000 €, die ich im Zeitraum 2018 bis 2020 gesammelt habe, wo 1.100 Leute Geld gesammelt haben, nochmal 176.000 €, damit der Freund von Jürgen Resch, der Freund von mir, Peter Lenk, diese Skulptur machen konnte, die man ein halbes Jahr immer hier stand, die zeigte, wie Kretsch erwürgt wird von ICE-Schlangen und wie die 100 Figuren, darunter mein Vetter Guido Wolf, der damals auch Justizminister war, darunter Grube, Medon, Lutz, darunter Winfried Herrmann, Noppe war noch nicht dabei, aber Kuhn war dabei und so weiter, die alle mit Verbrechen verbunden sind, mit Stuttgart 21 da abgebildet wurden. Die Skulptur muss ja abgebaut werden. Sie wartet am Bodensee. Ich bitte Sie ernsthaft zu prüfen, wie sie wieder hierher kommen könnte. Sie wartet im Kulturgarten von Peter Lenk am Bodensee und sie wird sicherlich irgendwann wieder hier aufgestellt werden. Deswegen dritter Punkt, Leonard Cohen und Stuttgart 21. Sie wissen vielleicht nicht, dass Leonard Cohen am 30.09.2010 im damals noch vorhandenen Hotel am Stadtgarten, glaube ich, heißt es, residierte, weil er am Tag darauf ein großes Konzert in Stuttgart hatte. Und dass er damals mit seiner Crew, 15 Leute und so weiter, sah, wie hunderte schwer bewaffnete Polizisten in den Park eingerückt sind und er damals auf seiner Website in Kanada publiziert hat, es ist Krieg in Deutschland.
Und am Tag darauf war das große, ja, Massaker ist ein falscher Begriff vielleicht, aber die große Polizeiattacke, wo Dutzende junge Leute schwer verletzt wurden, wo einem Rentner das Auge ausgeschossen wurde, wo mit Gewalt damals diese Kultur, nämlich die Stadtparkkultur mit den 200-jährigen Bäumen zerstört wurde. Und er hat dafür am Tag darauf in der Schleierhalle den Song The Anthem den Bäumen im Stadtgarten gewidmet. Ja, und im Song The Anthem heißt es: So much of the world is plunged in darkness and chaos. Ring the bells, ring, that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Auf Deutsch: Läutet alle Glocken, die Welt ist in Chaos, in Dunkelheit gestürzt. Und überall gibt es aber einen Spalt, einen Riss, durch den das Licht hereinkommen wird und wo sie die Verhältnisse ändern können. Damit ist genau das gemeint, was gerade Jürgen Resch angesprochen hat, nämlich die Frage, ob es einen Game Changer gibt, ob es einen Riss gibt, durch den das Licht hereinkommt. Das könnte Last Generation sein, das könnten Aktivitäten auf der Straße sein, das könnten Aktivitäten auf dem Kran sein, das könnten Aktivitäten auch sein, wo die Gerichte endlich mal Feuer unter den Arsch der Verantwortlichen machen. Deswegen glauben wir, Ring the Bells, that still can ring, forget your perfect offering, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, ich bin ganz angerührt. Auch in Erinnerung an Leonard Cohen. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich euch zweien danken, Charlie Kiene und Samuel Bosch, dass ihr extra heute aus dem Altdorfer Wald zu uns gekommen seid, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet in Oberschwaben, einem der entscheidenden Faktoren für eine lebenswerte Heimat im Landkreis Ravensburg. Er liefert Sauerstoff zum Atmen, filtert hunderttausende Tonnen an Staub und CO2, ist also ein unverzichtbarer Helfer beim Klimaschutz. Der Wald speichert Regenwasser in unvorstellbaren Mengen und liefert Trinkwasser allerbester Qualität. Er soll für den Abbau von Kies, für den Export nach Österreich und der Schweiz weitgehend zerstört werden. Und zusätzlich habe ich im SWR gesehen, dass ihr euch auch für den Ulmer Eichenwald engagiert, der einer Bebauung weichen soll. Auch wart ihr diejenigen, die mit euren Kletteraktionen an Baukranen in der Königstraße und am Hauptbahnhof das Riesenbanner Stuttgart 21 Klimakiller angebracht habt. Und diese Szenen können wir auch heute Abend in dem Film in der Premiere sehen. Bitte schön. Okay, also ich finde es erstmal richtig toll. Ich habe das Gefühl, es wurde schon so viele tolle Sachen gesagt und auch vor allem dazu, was Stuttgart 21 heute noch als Klimakiller für uns bedeutet. Auch diese Mär, dass das Ganze schon verloren ist, stimmt unserer Meinung nach einfach nicht und sollte immer wieder aufgegriffen werden. Und deshalb sind wir zum Beispiel auch im Mai wieder auf diesen Kran geklettert, um zu zeigen, es gibt noch Alternativen und um zum Beispiel das Projekt Umstieg 21 nochmal auf die Tische zu bringen und nochmal aufzuzeigen, es gibt Möglichkeiten, diesen Bahnhof umzunutzen und die müssen ergriffen werden. Und so versuchen wir in allen unseren Aktivitäten heute klimaschädliche Projekte zu verhindern, die in der Zukunft umgesetzt werden, diese noch umzuschreiben, wenn sie schon begonnen wurden und immer aufzuzeigen, es gibt noch diesen Crack in dem System und in den Plänen, die wir nutzen müssen. Wir versuchen da unsere Samen reinzustreuen, dass da wieder Bäume wachsen. Und das ist so, ja, grob unser Aktivismus. Ja genau, wir sind eben AktivistInnen, die in ganz Süddeutschland verschiedene Kletteraktionen machen. Wir besetzen Wälder und wir sehen das als notwendig an, weil offensichtlich im Moment viel zu wenig passiert, für Klimagerechtigkeit eben, weil der Klimawandel ungebremst voranschreitet. Wenn man sich anschaut, die Kurve der Emissionen steigt, immer mal wieder eine COP oder ein IPCC-Bericht, aber die Kurve steigt, es passiert einfach nichts. Deswegen wissen wir auch nicht, deswegen halten wir auch nicht so viel von diesen Klimakonferenzen. Was jetzt ansteht, wären Maßnahmen, dass die Staaten, die besonders viel CO2 emittieren, nämlich die Staaten im globalen Norden, dass die jetzt wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen gegen den Klimawandel, sodass die Emissionen runtergehen. Genau, und auch Stuttgart 21 ist eben ein riesen Klimakiller, dadurch, dass er extrem viel Beton verschlingt. Beton wird aus Zement und Kies hergestellt. Für den Kies werden Wälder gerodet, wie bei uns. Und bei der Zementherstellung werden
wird massiv viel CO2 ausgestoßen. Der Beton weltweit ist für 8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und genau deswegen halten wir auch von diesem Projekt nicht so viel. Und vor allem ist unser Ansatz in dem ganzen Aktivismus, wir sehen das als ein großes Zusammenspiel aus zum Beispiel den Komponenten der Deutschen Umwelthilfe, die Klagen schreibt, in die verschiedenen Gerichte ziehen, dass es Kulturveranstaltungen gibt, die unfassbar wertvoll sind. Und wir sehen uns als ein Teil dieses ganzen Konstruktes und versuchen mit spektakulären Aktionen, kreativen Aktionen immer wieder Aufmerksamkeit zu generieren, indem wir versuchen, die Leute aus ihrem Alltagstrotz so ein bisschen rauszureißen, indem man sieht, huch, da ist ja jemand auf einem Kran drauf und hängt einen Banner auf. Was soll denn das? Die Leute immer wieder auch zum Nachdenken zu bringen, um eben die Aufmerksamkeit zu generieren, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Und ja, wir wollten eben noch ankündigen, weil Samuel gerade auch beim Thema Beton war, wir haben auch jetzt in naher Zukunft wieder eine Aktion, wo es um Beton geht, wo auch die Presse gerne später auf uns zukommen kann und diese Aktion begleiten kann. Und so versuchen wir immer wieder kontinuierlich, es ist manchmal sehr, sehr anstrengend und wahrscheinlich könnt ihr viel mehr noch ein Lied davon singen, wie frustrierend Aktivismus auch sein kann. Aber wir widmen im Moment unser Leben dem Ganzen, wir machen das als Hauptberuf, weil wir uns erstens in der Verantwortung sehen. Wir sind unfassbar privilegiert hier, dass wir diesen Aktivismus betreiben können. Und die Leute im globalen Süden leiden jetzt schon massiv und gleichzeitig geht es auch um unsere Zukunft, die wir irgendwie noch gestalten wollen. Und deshalb versuchen wir mit Aktionen wachzurütteln und immer wieder Aufmerksamkeit zu generieren und ein Teil dieses großen Konstrukts zu sein, das irgendwie versucht, noch ja, die Klimakatastrophe irgendwie einzudämmen. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Also zu diesen Statements, die wir jetzt gehört haben in der letzten guten halben Stunde. Gerne jetzt Ihre Fragen. Ich habe versucht, auch von der Deutschen Bahn welche zu kriegen, aber da wurde gar nicht geantwortet. Ja. Dann habe ich natürlich Aktivisten allen Alters interviewt und habe auch nach langem Zögern den Herrn Verkehrsminister vor die Kamera bekommen von Baden-Württemberg, mhm. Ja. Und eben Herrn Dürr. Ansonsten habe ich also keinen erreicht, der für das Projekt ist. Und nee, habe ich nicht versucht, weil ich habe viel fürs Fernsehen gearbeitet und weiß, dass man da halt einen Rahmen gesteckt kriegt, wo man nicht alles sagen kann, sagen wir mal so. Ja. Oder auch nicht in einer bestimmten Form. Das Ganze ist durch Spenden, also Winfried Wolf hat das organisiert, über Spenden gelaufen. Und wir haben natürlich in Selbstausbeutung gearbeitet, weil ich habe ja viel fürs Fernsehen gearbeitet und wir haben also nicht mal ein Zehntel von dem gehabt, was normalerweise so eine Produktion fürs Fernsehen kosten würde. Wir haben jetzt 14 Vorstellungen, die bisher ja fest angemeldet sind, mhm, im nächsten halben Jahr, Vierteljahr. Also es meldet sich jeden Tag ein Kino, das einen Film spielen will, in Baden-Württemberg, aber auch woanders. Also in Hamburg haben wir auch eine Vorstellung. Und das finde ich bemerkenswert, weil die Kinos leiden ja immer noch unter Corona-Bedingungen. Die, gerade auch die Programmkinos und die Arthouse-Kinos haben lang nicht, auch jetzt noch nicht das Publikum und tendieren natürlich Blockbusters zu spielen. Ja. Und dass die jetzt einen Dokumentarfilm spielen wollen, das finde ich schon sehr, sehr gut. Und die Premiere ist ja auch ausverkauft heute Abend. Genau. Der ist sehr gering, der Hammer. Ja. Und also wir haben auch mit Phoenix gesprochen und Phoenix hat zu uns gesagt, wir können alles von ihnen haben, ohne was dafür zu bezahlen. Also normalerweise ein Fernsehsender verlangt von Ihnen für eine Minute 1000 Euro, wenn Sie da was bringen. Ja. Also auf die Öffentlich-Rechtlichen.
Also wir haben einen ganz, ganz niedrigen fünfstelligen Bereich Geld gehabt. Das ist wirklich ein Bruchteil von dem, was man für den Film normal geben würde. Und das läuft halt über Selbstausbeutung und über vielleicht auch nicht immer nicht ganz optimale Technik, aber das ist eben die Bedingung. Ja. Ja, gerne weitere Fragen. Gute Frage. Eigentlich nur global, dass eben die Landesregierung bzw. die Bundesregierung zu einer Neubewertung gezwungen wird. Der Kopfbahnhof besteht ja noch. Und wenn ein Winfried Herrmann relativ schnell darüber öffentlich spekuliert, könnte man ein Gleis nicht erhalten und könnte man die Panoramabahnstrecke nicht erhalten, gibt uns das einfach zusätzlich nochmal Rückenwind zu sagen, darüber müssen wir diskutieren. Hier geht es ja jetzt nicht um die Frage, die Baumaßnahme einzustellen, sondern es geht um die Frage, wie schafft man eine Redundanz, wie verhindert man einen Verkehrsinfarkt. Und da sehe ich die Klimaschutzklagen, die wir gemacht haben, also zum einen auch übrigens, was wir zum Schluss gehört haben mit den Baumbesetzungen. Wir haben ja eine Entscheidung eines Amtsrichters in Flensburg, der eben hier einen entsprechenden Notstand attestiert hat aufgrund unserer Klage für die Fridays, aber auch für weitere baden-württembergische Jugendliche unter anderem, die Klimaschutzklage aus dem April letzten Jahres, die eben sagt, das ändert einfach die Situation. Ich hatte vor einer Woche eine Verhandlung in München, da ging es um BMW und da hat das Gericht interessanterweise sogar bejaht, dass nicht nur die Klagefähigkeit da wäre im Zivilrechtlichen, sondern dass sie sogar kein Problem hätten, aus dem bürgerlichen Gesetzbuch heraus abzuleiten, unserer Klage also Recht zu geben. Sie haben dann nur gesagt, sie wissen nicht, ob jetzt schon der Zeitpunkt da wäre, zu sagen, dass BMW die Kurve nicht kriegt. Aber die Ableitung war da. Und da kam auch nochmal die Aussage, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes haben Gesetzesrang. Also das Bundesverfassungsgericht macht Gesetze, faktische Gesetze. Und das ist eine Änderung. Wir haben ein faktisches Gesetz auf Zukunft, Recht auf Zukunft. Ich habe auch 11-jährige Zwillinge. Da kann ich mir auch vorstellen, wie alt die dann im Jahr 2100 hoffentlich 90 Jahre alt sein. Aber die erleben relativ viel. Und jetzt geht es einfach darum, nachdem wir auch sehen, von alleine so ein Charme Sheikh und diese schönen, wir kommen zusammen und beschließen irgendwas Nettes, da ist jetzt die Illusion draußen. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir im Verkehrsbereich überhaupt das möglich machen, dass die Leute umsteigen auf die Schiene. Also wenn wir tatsächlich die CO2-Emissionen runterbringen wollen und die Bundesregierung und auch die Landesregierung sind dafür verantwortlich, muss ich mutige Entscheidungen treffen. Und mit der Planfeststellung für Stuttgart 21 und der Baumaßnahme war nicht verbunden, jetzt einen zweiten Stuttgart 21, also weitere Tiefbahnhofgleise zu bauen oder andere Entscheidungen zu treffen. Also kann ich doch jetzt auch sagen, ich lasse jetzt mal oben die Gleise einfach länger bestehen oder ich lasse sie sogar dauerhaft bestehen, um hier auch noch Reserven zu haben, vielleicht dann doch darauf zu verzichten, Güterverkehre auf der Schiene einzustellen, was für mich sowieso ein Treppenwitz ist, dass hier der Güterschienenverkehr im Großraum Stuttgart mit S21 runtergefahren werden soll auf nahe Null oder auf Null. Also das sind für uns Themen, wo wir sagen, wenn wir mit der Klimaklage immer verbinden ganz konkrete Maßnahmen, dann wäre für uns die Erhaltung hier eines absolut leistungsfähigen Knotens, der Redundanzen einfach auch beinhaltet, der verhindert, dass wir einen Totalzusammenbruch bei jeder kleinen Störung haben, ein ganz, ganz prioritäres Ziel. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir brauchen bei den Güterverkehren, wir brauchen bei den Personenverkehren eine ganz andere Qualität, im Übrigen auch eine ganz andere Art des Ausbaus, als wie es im Moment gedacht ist, mit diesem Blockausbau auf 5 Jahre und jedes Mal ein halbes Jahr eine Strecke komplett stilllegen. Da gibt es andere Möglichkeiten, die halt ein bisschen teurer sind, die in anderen Ländern auch praktiziert werden. Wenn wir so weitermachen, wird es nicht gelingen, dass wir, also werden wir die Verkehrswende, werden wir scheitern und damit scheitern wir auch mit unserem Klimaschutzgesetz. Und glauben Sie uns, wir werden alle juristischen Möglichkeiten weiter nutzen. Wir sind nicht unglücklich über unsere Erfolgsquote bei diesen entsprechenden Klagen.
Auch diese Zivilklage Mercedes, das ist schön, die erste oder die zweite Instanz zu gewinnen, und wir kämpfen in jeder Instanz dafür. Ich war sensationell berührt, dass wir hier schon mal die Zuständigkeit nicht das Problem hatten, in München sogar noch weiter gekommen sind. Aber auch hier ist der BGH der frühestmögliche wirklich interessante, weil da geht es um die höchstrichterliche Entscheidung. Und wir sind bei den Klimaklagen, bezogen auch auf Verkehr, sehr viel näher dran. Die Bundesregierung wird spätestens, also wir rechnen spätestens Mitte nächsten Jahres mit der Verhandlung der Sektorklagen vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Die Bundesregierung ist hundertprozentiger Eigner der Deutschen Bahn. Und wenn das eintritt, von dem wir ganz fest ausgehen, dass eben das Gericht sagt, ja, der Expertenrat hat ja schon gesagt, dass die Pläne alle gesetzwidrig sind, der wird das bestätigen, der wird dann nicht sagen, der Expertenrat hat Unrecht, das reicht völlig aus im Klimaschutz. Dann ist die Bundesregierung verurteilt, innerhalb von einem Jahr für jede Belastung, die Kohlekraftwerke zum Beispiel, ich diskutiere das ja auch gerade, da werden Kohlekraftwerke in Kraft gesetzt. Die Bundesregierung ist verpflichtet, sofort, zeitgleich, irgendwas zu machen, um diese zusätzlichen CO2-Emissionen noch zusätzlich rauszumachen. Und das machen wir alles nicht. Und deswegen, es werden halt zum Schluss die Gerichte entscheiden. Und irgendwann werden wir die Grundsatzentscheidung auch durch, dass wenn die Regierungen nicht handeln, wie in der Zwangsvollstreckung, über das Zahlen von Geldern hinauskommen. Das hat hier auch schon Richter Kern in Stuttgart gesagt, dass wir diese Zwangshaftsentscheidung, die ja nur Ultimo Ratio ist und zu der es auch nie kommen wird, weil zuvor muss ja nur der Politiker unterschreiben, dass er Recht und Gesetz einhält. Das wird er zum Schluss dann tun, bevor er in den Knast einfährt. Aber wir werden natürlich diese Instrumente dann auch mit einsetzen. Das heißt, wenn die erste Stufe der Zwangsvollstreckung scheitert und keine entsprechenden Maßnahmen kommen, dann gehen wir halt diese nächsten Stufen, und die gehen dann relativ schnell. Und dann fehlt mir einfach die Fantasie, was man jenseits von solchen Entscheidungen noch treffen kann. Aber natürlich könnte die Bundesregierung irgendwie Verbot von Autos oder irgendwas anderes auch entscheiden. Ich glaube aber, naheliegender wäre, diese ganz offensichtliche Fehlplanung hier in Stuttgart praktisch auf einen Mangel zuzusteuern, also mit Tempo 200 gegen eine Betonmauer zu rasen, da würde ich halt rechtzeitig die Bremse reinmachen und vielleicht auch das Lenkrad bedienen und auf den richtigen Pfad kommen. Und da wollen wir mit dazu beitragen. Nur ein Satz dazu. Das Tempolimit ist ja auch total spannend. Die letzte Generationsaktionen sind jetzt stark konzentriert auf Tempo 100. Und ich möchte daran erinnern, dass diese Kombination von spektakulären Aktionen und Gerichten eine super gute Mischung ist. Dass in den Niederlanden erzwungen wurde vom Gericht, von Gerichten gegen die Regierung von Rutte, dass Tempo 100 eingeführt wurde, nachts, glaube ich, 120 und tags Tempo 100 wegen Klimaschutz. Luftreinhaltung und Klimaschutz, genau. Ja. Aber Rutte, das Interessante war, Rutte hat gesagt, als Rechtsliberaler, ich hasse Tempolimit, aber, und das war, fand ich interessant, ich kann nicht anders. Ich muss es machen, weil wir ansonsten zu viel Stickoxidemissionen haben und noch Klimaschutz. Aber Stickoxid vor 3 Jahren war da jetzt, und das ist auch in Holland, da ist, anders als bei uns in Deutschland, ist Giftgas in der Stadt oder insgesamt wohl kein Thema, in Holland ein ganz großes. Also da sind es beide Komponenten, zumal auch Stickoxide zu den kurzlebigen Klimagasen zählen. Also wenn ich jetzt beispielsweise bodennahes Ozon nehme oder eben dann auch noch die Partikel entsprechend mit betrachte. Wir haben mit Last Generation jetzt eine wunderbare Diskussion. Gestern, Anne Will hat es auch nochmal aufgezeigt, wie eben am Beispiel eines Tempolimits eine Bundesregierung vorgeführt wird, letztendlich aber auch letztendlich die Landesregierung hier, wobei hier Winfried Herrmann immerhin noch ein Kämpfer ist für ein Tempolimit, dass man Maßnahmen, die ganz einfach beschlossen werden könnten, wo die Gesetze sogar da sind, auch die nicht ergreifen möchte. Auch dieses kommt einem als völlig absurd in Deutschland vor, so wie Waffengesetze ändern in den USA. Dabei, es kostet nichts. Sie können es von heute auf morgen, Sie brauchen gar keine Schilder. Nur am Eingang von Deutschland müssen Sie hinschreiben, wie die entsprechenden Geschwindigkeiten sind. Sie können ganz viele Schilder abräumen. Und wir hatten schon mal Tempo 100 auf Autobahnen, 1973 und 80 außerorts. Also unsere Rechnung sind 9,1 Millionen Tonnen. Tempo 100 auf Autobahnen, Tempo 80 außerorts und Tempo 30, wie es zum Beispiel ganz Spanien ohne Grünen in der Regierung gemacht haben, in allen Städten.
habe mir das auch im Sommer angeschaut, es funktioniert, wird bis in die Dörfer eingehalten. Die spanische Wirtschaft ist deswegen nicht zusammengebrochen. Noch nicht, noch. Das ist ja auch eine Mehrheit in der Bevölkerung für ein Tempolimit seit Jahren. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Also wenn Sie auf klimabaden-film.de gehen, da ist eine Liste. Ja. Mhm. Also, kann sich noch einmal aufschreiben. Also www.klimabaden-film.de. Und da ist eine Liste der bisherigen 14 Einsätze. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich sehr herzlich und freue mich auf die Demo heute Abend und auf die Filmpremiere. Und allen alles Gute und wir kämpfen weiter.